Ich bin Art von Arts Garten. Heute mal wieder eine neue Folge bei strahlendem Sonnenschein. Ich habe jetzt endlich alle Klausuren vom Studium um. Ist gar nicht zu glauben, dass jetzt das erste Semester vorbei ist. Ich habe heute die letzte geschrieben. Ich bin heilfroh, da jetzt durchgekommen zu sein. Und jetzt kann ich mich wieder meinen Gartenprojekten widmen. Und deswegen habe ich auch direkt mal Hühnerfutter heute geholt. Und das zeige ich, weil ich damit was erzählen möchte. Und zwar ist das hier von einem Bauern aus der Gegend, 5 Minuten mit dem Auto. Der macht selber Getreidemischungen, speziell für Hühner, für andere Tiere, je nachdem. Kann der nach den Wünschen des Kundens abfüllen. Das sind 25 Kilo Säcke und der kostet jetzt 12 Euro, also wirklich ein Toppreis. Und halt, man kann sich den nach seinem Belieben halt zusammenstellen. Wenn man merkt, dass die Hühner eher weniger Hafer fressen, dann kann man dem sagen, ja, mach mal ein bisschen weniger Hafer oder gar keinen. Und das ist halt sehr ausgewogen, weil da sehr viele verschiedene Getreidearten drin sind. Und das finde ich halt viel, viel besser, als diese fertigen Säcke zu holen, wo man gar nicht weiß, wo das herkommt. Man unterstützt nicht die regionalen Bauern damit. Und sowas finde ich halt einfach viel, viel cooler. Natürlich macht der Bauer damit jetzt, oder der Landwirt, viel mehr Geld, wenn er das direkt an die Endkunden verkauft, als in riesigen Massen an diese großen Unternehmen, die Hühnerfutter herstellen. Und deswegen kaufe ich da, weil ich die regionalen Bauern unterstützen möchte. Und ja, genau aus diesem Grund mache ich mir auch Gedanken über diese Amazon-Links in der Videobeschreibung. Das wollte ich auch mal ansprechen und euch fragen, was ihr davon haltet. Über Amazon gibt es ja sehr, sehr viele negative Berichte. Und ich kenne auch Leute, die da sehr ausgebeutet werden. Und da frage ich mich, ob das wirklich so gut ist, diesen riesen Konzern zu unterstützen, indem ich meine Videobeschreibung damit bestücke und euch sozusagen auffordere, was über den Link zu kaufen. Aber andererseits denke ich mir, wenn ihr was über Amazon kaufen möchtet, macht ihr es so oder so. Also kann ich auch einfach meine Links da reinsetzen, weil ihr kauft ja nicht das Produkt wegen mir, sondern ihr, wenn ihr was kaufen wollt, geht ihr auf den Link und kauft das Produkt und dann kriege ich eine kleine Provision ab. Deswegen bin ich mir im Moment nicht so ganz schlüssig, was ich da mache. Aber bald kommt eh meine Internetseite online mit einigen Überraschungen und ich glaube, dann werde ich die Amazon-Links auch ganz fallen lassen. Weil wenn mich dann jemand unterstützen möchte, kann er das dann über die Internetseite tun. Und ja, aber ich mache mir da noch Gedanken drüber. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr von solchen Sachen haltet. Bestellt ihr alles im Internet oder kauft ihr regional? Was haltet ihr von Amazon? Lasst es mich gerne wissen. Und jetzt gehen wir zum Gewächshaus, weil darum soll es eigentlich gehen. Weil ich ein bisschen was zeigen wollte, ein bisschen umtopfen, pikieren. Und ja, viel Spaß damit. Und in den nächsten Tagen und Wochen werden coole, coole Sachen kommen. Also seid gespannt, lasst ein Abo da. Und ja, jetzt kriegen die erstmal Hunger. Hunger haben sie schon. Futter meine ich. Man hört, die haben Hunger. Genau. So, hier sieht man die kleinen Paprikas. Das ist die Paprika Kira. Von Felix Hobbygarten empfohlen. Und das Saatgut war ja von ihm. Auf jeden Fall habe ich die jetzt pikiert. Die tanken jetzt Sonne. Hier habe ich noch einige, die jetzt pikiert werden und das zeige ich euch mal ganz kurz, wirklich nur ganz kurz, weil das ist ja eigentlich immer dasselbe und dann gucken wir noch mal ein paar andere Sachen an. Hier stehen jetzt die Pflänzchen, ist natürlich jetzt doof, weil hier so viele in einem Pott sind. Man sieht, die Wurzeln sind unten durchgekommen, zack, jetzt nehme ich mir hier eine ab, ist schön verwurzelt, also dort ist gutes Saatgut, Felix. Zack, rein. Schön tief setzen die Paprika. Ich zeige das einmal. Praktisch so, dass der Hals jetzt komplett in der Erde ist. Nur die obersten Blättchen rausgucken. Weil dann bildet die Pflanze am Stiel wieder Wurzeln. Man sieht das hier, die waren ein bisschen lang geworden. Und dann setze ich die einfach bis hier in die Erde und dann bildet die hier auch noch Wurzeln. Ja, und das mache ich jetzt mal mit allen eben. So sieht das Ganze jetzt aus.
hier in dieser Platte, damit man die gut und leicht reintransportieren kann, weil nachts wird es ja doch noch zu kalt. Nur in der Sonne kann man die draußen stehen lassen und darin kann man die gut transportieren. Drin wird nichts nass und dreckig. Die habe ich normalerweise auch immer in der Videobeschreibung verlinkt. Noch findet ihr die jetzt auch unten drin. Das ist halt auch so eine Sache, die man dann örtlich beim Gartencenter oder so auch genauso gut besorgen könnte. Muss ich einfach noch überlegen. Wie man sehen kann, hier im Gewächshaus ist es ein bisschen eskaliert. Aber ich brauche ja auch richtig viel dieses Jahr. Und ich zeige mal einfach ganz kurz, was bis jetzt hier alles steht und wie das so aussieht. Wir hatten es jetzt auch schon ein paar Nächte wieder mit ganz leichten Minusgraden, haben die Pflanzen auch gut überstanden, weil im Gewächshaus sind es ja doch immer 3 Grad mehr als draußen. Solange es dann nicht minus 4, 5, 6 Grad wird, halten die Pflanzen das locker aus, auch ohne Gewächshausheizung. Und das zeige ich jetzt einmal ganz kurz. Und zwar habe ich hier den Kohlrabi Superschmelz. Der macht sich ganz gut. Dann habe ich hier Petersilie ausgesät. Hier habe ich ganz viel Blumenkohl. Der sieht auch schön aus. Ich gehe mal kurz weiter weg. Und Blumenkohl, Blumenkohl, Blumenkohl. Dann habe ich hier ganz viele Salatpflänzchen. Ich glaube Kopfsalat Dynamite oder Dynamit. Ja, dann nochmal Kohlrabis, Superschmelz. Hier Brokkoli, Erfurter Zwerg. Dann habe ich hier ganz viel Petersilie ausgesät. Nicht Petersilie, Schnittlauch. Dann stehen hier noch Salate, die jetzt bald pikiert werden müssen. Da ziehe ich noch Salate vor. Hier kommt der Porree raus. Und hier mein Experiment mit Mangold. Ist auch super gekeimt im Haus. Natürlich ein bisschen lang geworden, deswegen habe ich die jetzt rausgestellt. Hier wächst ganz gut der Portulak. Hier habe ich noch mehr Salatpflänzchen. Hier habe ich nochmal Schnittlauch ausgesät. Und hier habe ich noch ein paar Kohlrabis und noch mehr Salat. Und bei Kohlrabi ist das gar nicht schlimm, dass die Stielchen länger sind. Die sollte man auch nicht wirklich tiefer in die Erde setzen, weil die halt sonst keine richtigen Knollen bilden. Also nicht dasselbe machen wie bei Paprikas, sondern eher so lassen und einfach dann ins Licht stellen nach draußen, damit die dann schön weiter wachsen. So, hier wollte ich noch ganz kurz erzählen. Diese ganze Reihe ist Lauchzwiebeln. Und zwar habe ich davon, sage ich mal so 20 Samen, in einen Topf gesetzt. Und wenn die dann etwas größer sind, also wirklich schon kleine Pflänzchen, dann kann man die einfach auseinanderpulen, den Ballen, und dann in eine Reihe setzen. Das klappt bei mir ganz gut. Dann hat man nicht so große Ausfälle mit Saatgut, was nicht keimt und so weiter. Und man hat halt schon stabile Pflanzen dann im Beet. Das ist ganz cool. Dann kann man einen Topf pro Beet zum Beispiel reinsetzen oder halt aus einem Topf kommt dann eine Reihe. Das ist ganz gut. Hier dann nochmal ganz kurz Updates aus dem Haus. Fenchel, Artischocken, Erdbeeren, erste Tomaten, noch mehr Tomaten, Piantes de Patron, noch mehr Paprikas, auch nochmal hier die vom Felix. Dann habe ich hier mal Okra probiert und ganz viel Neuseeländer Spinat, davon bin ich ja auch mal begeistert. Die ganzen Töpfchen. Hier habe ich Hirse einfach aus dem Vogelfutter ausgesät und hier auch nochmal Tomaten und Oregano, keimt jetzt auch langsam, Tomaten auch. Ja, und hier ist halt Platz für die Paprikas, die heute Abend wieder hier unter die Lampen kommen. Die muss ich auch bald alle vereinzeln, die ganzen Pflänzchen noch. Ansonsten werde ich bald noch Kapuzinerkresse aussäen, aber es dauert noch ein bisschen, dann die Hirschzunge. Und hier bin ich mal ganz gespannt, die Ziergurkenmischung. Da hat meine Freundin sonst immer die Dinger gekauft, die kosten voll viel. Und da habe ich das Saatgut mal irgendwie beim Rewe oder Aldi oder was auch immer gesehen. Habe ich mal direkt mitgenommen. Vielleicht muss man die dann ja nicht mehr kaufen in Massen, sondern kann die ernten. So, ich glaube, das soll es dann erstmal gewesen sein von diesem Video. Ich wollte einfach mal nur kurze Updates geben, ein bisschen auf den neuen Stand bringen. Und jetzt genieße ich noch meinen freien Tag, endlich nicht mehr lernen. Aber die Tage geht es dann natürlich weiter mit Arbeiten für den Saisongarten und für mein noch geheimes Projekt. Da bin ich wirklich, wirklich gespannt, wie das am Ende sein wird. Und ich bin schon extrem aufgeregt, aber bald mehr dazu. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen.
Lasst mir gerne eure Meinung da. Wie gesagt, checkt noch vielleicht die Beschreibungen oder die Links in der Videobeschreibung aus. Wenn ihr ein Produkt kauft, wird das Produkt für euch nicht teurer, aber ich kriege eine kleine Provision ab. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Nutzt das Wetter. Bis dahin. Ciao, ciao.